Sollen wir ein Schild schreiben? Wir waren hier. Wir wissen, dass ihr hier seid. Das können wir machen. Ja, wir wollen ja eigentlich snipen. Dann, okay, ja, stimmt, dann sind die überrascht, werden sehr schön. Wenn wir eh snipen, wenn die halt vorher aufnehmen, dann haben wir halt Pech gehabt. Die sehen ja eh, dass es gegrieft ist. Okay, machst du das Schild? So, Leute, willkommen zur vierten Folge Varo. Natürlich mit dem Zander. Ja, hallöchen. Puh, und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist die erste Folge, die wir hier aufnehmen, nachdem, also es gab jetzt eine große Session und da waren ganz viele Leute zusammen, also alle 64 Leute oder 62 Leute. Und dann gab es ein paar Tage Pause, da konnte dann jeder so ein bisschen aufnehmen, aber jetzt ist der erste Tag, wo das Video veröffentlicht wurde. Und das heißt, heute kann es sein, dass alle Leute gleichzeitig auf den Server kommen wieder oder richtig viele. Das wird und ordentlich. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wir müssen jetzt noch eine Minute warten, ungefähr, ein bisschen weniger. Genau, wir haben jetzt 15:59 Uhr haben wir jetzt, also eine Minute müssen wir noch warten. Puh, und ich bin mega aufgeregt, weil um 16 Uhr geht der Server online, wir können erst ab 16 Uhr joinen. Und das bedeutet, wenn wir um 16 Uhr joinen, kann es sein, dass mega viele Leute joinen und wir ein riesen Problem haben werden. Also oder? Wir sind da, ja, das wird erstmal spannend. Wir sind Vorteil, dass wir nicht an der Oberfläche sind, sondern halt unter der Erde. So, 5 Sekunden. Ich zitter richtig, Also ja, wir müssen ruhig bleiben. Wir sind gut ausgerüstet eigentlich. Wir sollen es hinbekommen. Wir haben zwar keine Rüstung, aber das Problem ist halt die Basis, die wir in unserer Nähe haben. Richtig. Aber erstmal das Wichtigste ist erstmal, dass wir unseren Stuff wiederbekommen. Genau. Weil das war ja der Fail der letzten Folge. Jo. 30 Sekunden noch, Leute. Also wir brauchen auf jeden Fall ein Enchanted-Tablet. Deswegen joinen wir auch direkt um 16 Uhr, damit nicht die anderen joinen und uns dann die Sachen klauen. Das wäre einfach mega abgefuckt. Das wäre wirklich. Wir haben halt den einen Vorteil, die von der Base dort, die wissen auf keinen Fall noch, dass wir überhaupt dort waren. Genau. Das okay, heißt, 16 Uhr. 16 Uhr. Echt? Bei mir noch 15 Sekunden. Lass die lieber noch warten. Okay, bevor wir irgendwas riskieren. Okay, ich refresh mal, ob irgendjemand schon drauf ist. Ne, es ist noch keiner drauf. Ja, deswegen wollte ich lieber. So, warte mal, jetzt noch 5 Sekunden bei mir. Okay, puh, boah, Alter, ich bin so am Zittern. Okay, Leute, jetzt wird's spannend. Puh, du sagst Bescheid. Okay, ne? Und drauf. Okay, drauf. Wir haben genau 16 Uhr. Es kann auch nicht sein, dass wir jetzt noch gar nicht drauf können. Okay, wir sind drauf. Weiß und Sander 21. Wir sind die einzigen gerade. Bis jetzt. Muss mal, ich hab den Sound aus bei mir. Sneak, bitte. Ja, noch wenn niemand drauf ist, brauchen wir auch nicht Sneak. Okay, alles klar, wir sind nun verwundbar. Und passt bitte trotz alledem auf, dass irgendwie keine Tripwire oder so ist. Es kann sein, dass irgendjemand unsere Gänge gefunden hat. Alles ist noch da. Sehr schön, ja, dann alles ist da. Kann ich den Enchanting Table abbauen mit der normalen? Mach du mal bitte. Ja, ich glaube, das geht trotzdem. Ich nehme aber mit. Geht trotzdem, ja. Dann pack du den Anvil ein. Wir packen alles ein, ne? So, die Frage ist jetzt, was wir machen. Ich würde sagen, wir farmen in der Nähe der gefundenen Base nach Eisen und werden dort erstmal campen. Das würde ich einfach mal vorschlagen. Ich bin so aufgeregt. Boah, Alter, ich hab mich schon so erschrocken, dass du jetzt einfach gekommen bist. Dann lass mal hingehen. Also das ist jetzt der Plan. Wir wollen jetzt erstmal, mal abchecken, wer überhaupt dort ist. Wir wissen es immer noch nicht. Wenn ihr wisst, wer es ist. Wenn ihr es wisst. Aber jetzt ist es eh zu spät wahrscheinlich. Sofort in die Comments. Aber trotzdem, schreibt es trotzdem. Also es kann sein, dass es schon zu spät ist, aber vielleicht noch nicht. So. Upsala. Genau. Hinter mir, sehr schön. Okay, das hatte ich mit Kabel. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass irgendwie niemand jetzt so, aber solange wir alleine auf dem Server sind, ist eigentlich alles egal. Hier war definitiv niemand. Ich baue nochmal eben die Dingens ab. So, ich bin hier ja gar nicht weiter. Hier ist Redstone an der Wand. Gar nicht abgebaut. Genau, ich baue das Redstone. Ja, vielleicht konnten die es noch gar nicht abbauen. Man weiß dann nicht, ob die genug Eisen hatten. Richtig, also hier haben sie so ein Lava-See. Lass denen auf jeden Fall den höchsten Schaden zufügen, den wir können. Also das heißt auf jeden Fall alles abbauen, was denen irgendwas bringt. Ja, das ist das, falls wir sie nämlich nicht töten können. Da haben wenn die joinen, dann haben wir denen erstmal alles weggenommen. Das heißt auf jeden Fall auch die Dingens hier zubauen, das Wasser wegnehmen. Alles dort zu. Ich würde sagen, den Raum machen wir jetzt erstmal mit Kabel zu. Alter, weißt du, was wir machen? Was denn? Sollen wir ein Schild schreiben? Wir waren hier. Wir wissen, dass ihr hier seid. Das können wir machen. Ja, wir wollen ja eigentlich snipen. Dann sind die überrascht, werden sehr schön. Wenn wir eh snipen, wenn die halt vorher aufnehmen, dann haben wir halt Pech gehabt. Die sehen ja eh, dass es gegrieft ist. Okay, machst du das Schild? Genau. Ich werf dir mal eben kurz die Sachen hin. Ich stell das hier hin, wo die Dingens war, die Workbench. Mach das. Wir wissen. Alles. Richtig, wir wissen alles. Wissen alles. So, das reicht eigentlich schon. Wir wissen, was ihr in Varo Folge 3 getan habt. Das ist natürlich auch krass. Und jetzt seid ihr dran. Okay. Und dann würde ich hier wirklich alles zubauen, wenn es geht. Und dann, warte, hast du Cleanstones? Nee, das macht ja keinen Unterschied. Ja, das macht ja keinen Unterschied. Ja, eigentlich, wenn wir jetzt hier abhauen, dann sowieso nicht. Wir hauen ja nicht ab, wir machen es so, Zander. Wir bauen jetzt erstmal hier alles safe zu und dann meinen wir. Und am Ende der Folge stellen wir uns reingebaut in die Wand, so hinterm Crafting-Table hin. Und das machen wir mit Cleanstone zu. Ich denke, das ist... Okay, aber dann würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall Cleanstone brennen. Dann lass uns mal hier reinbauen, aber in die Richtung, bitte.
Okay, warte mal, dann oder? Machen wir jetzt deren. Warte mal, ich stelle das hier mal kurz hier hin. Okay, Ofen steht dort. Oh, dann ich habe Eisen gefunden. Sehr schön, weil wir brauchen dringend eine Rüstung. Ja, wir brauchen auf jeden Fall dringend eine Rüstung. Also die Leute, hier nochmal, ich habe eine Diamantplatte. Du hast, glaube ich, nur eine Eisenhose habe ich nur. Genau, und da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich würde sagen, dass wir hinter uns Eisen so zubauen. Ich glaube, wir haben die gleiche Ohr gefunden. Dann schicke ich hier zwei Öfen rein und knall da mal eben kurz schon mal Cobblestones rein, damit die schon mal brennen. Bist du neben mir? Ja, ich bin direkt neben dir. Ja, lass uns auf jeden Fall in der Nähe bleiben. Ganz ehrlich, weil das ist sonst mega. Also ist der Plan, wie gesagt, wenn die Folge jetzt endet, wir gehen zurück, machen dort alles zu und bauen uns dann mit Cleanstone in die Wand rein und hinter uns mit Cleanstone zu. Wenn die halt, wenn wir halt irgendwann mal wissen, wer das ist, könnten wir die ja snipen dann. Eisen? Genau. Wenn wir Full Iron sind, können wir sicher sein. Dann sind wir wirklich auf der sicheren Seite. Besonders mit, gerade mit meinem Schwert, ist das wirklich schon. Ja. Wir können sie ja noch dazu auf Port 1 noch machen, die Rüstung. Genau. Also nur für meine Zuschauer, wir haben die Folge ja auch wieder ein bisschen im Voraus produziert. Das ist einfach das Beste, was man machen kann bei Varo, weil sonst es ist halt einfach sonst dumm. Und die Sache ist halt die, dass wir. Dass das bei mir in der Wohnung jetzt gerade hier so mega Umbau ist, deswegen ist bei mir jetzt alles auch ein bisschen anders. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Hast du so, warte mal. Cool, ich hab hier Redstone gefunden. Ah, oh lol. Ich baue ich auf jeden Fall noch ab. Hast du noch einen Ofen zufällig? Wegen Level. Ja, ich hab noch 4 Stück. Warte, ich drücke. Ja, dann komm mal, ja. Wo bist du? Da. Hallo. Ja, aber dann gib dein Eisen, alle. Ja. Gib dein Eisen noch, her. Ja, warte mal, dann kriegst du Eisen und das Gold. Und ich habe übrigens noch 12 Gold. Wenn wir einen Apfel finden, können wir einen OP-Apfel bauen. Also einen Goldapfel machen. OP-Apfel dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht, aber den normalen Goldapfel können wir machen. Da hast du sogar auch noch Öfen, habe ich gerade gesehen. So, dann haben wir jetzt noch 10 Eisen und nochmal 5 Gold. Oh ja, wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Gravel, ey. Hier. Okay. Ja, der Gravel hat mich richtig abgefuckt. Aber egal, wir bauen es da trotzdem lang. Ja. Ja, ich gehe ein bisschen hier weiter am Rand. So, ja, was für eine. Ich würde ungern die Quartz öffnen. Alles klar, ja, ich auch nicht. Wir brauchen wir auch nicht. Wir sind auf der. Denk dran, Ebene. Dass du noch, du hast ja noch nicht geschnitten, du musst das hier noch wegschneiden von der einen Folge. Ja, alles gut, das weiß ich. Ich habe die Facecam alles so benannt, ey, das kann gar nicht schief gehen. Ja, also, das heißt, jetzt habt ihr ja so lang vorproduzierte gehabt, das heißt, die Aufnahmen, die wir hatten, es war ja ein bisschen länger her und ab jetzt wird es halt ein bisschen aktueller werden, also ein bisschen halt. Genau. Aber ja, genau, also wir nehmen halt maximal immer 3 Folgen voraus auf, mehr darf man gar nicht. Mehr das darf man nicht. Oh. Regel bei Varo, das ist ja auch in Ordnung, weil sonst kann halt jemand hingehen und sagen, okay, ich produziere jetzt 2 Wochen vor und bin dann weg. Das ist halt einfach blöd. Insbesondere, wenn jemand seine Folge 18 macht und jemand bei Folge 6 ist nach dem Motto, wird der ja viel krasses Equipment haben. Genau, richtig. Best Beispiel war, es gab ja früher ein Megaprojekt, hat ja Spark so viel gemacht. Genau, richtig, genau. Auch noch, das ist dann halt ein unfairer Vorteil. Ja. Oh, warte mal. So, irgendwie finde ich gerade gar nichts einfach. Ich finde auch gerade gar nichts, es ist richtig ätzend. Eisen. Okay, toll, ein Eisenblock. Ja, ich habe gerade auch einen Eisenblock gefunden. So, auf jeden Fall mega mies. Weg damit. So. Oh, das ist aber wirklich richtig mies. Oh, Junge. Ich bin trotz alledem, dass wir alleine sind, einfach aufgeregt. Ich weiß gar nicht warum. Ja, ich wundere mich, wieso keiner draufkommt. Ich habe erwartet, dass wirklich jetzt überflutet wird alles. Ich habe auch gedacht. Aber ich denke mal, genau das Gleiche haben die anderen auch gedacht. Ja, es ist immer das Gleiche. Man denkt irgendwie, das ist gleich so und dann ist es trotzdem nicht so. Ja, ist wirklich so. Es ist wirklich so. So, Okay, aber ist ja trotzdem ein Vorteil für uns. Ja, klar. Dass wir einfach dann noch ein bisschen farmen können. Also, wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, wer das ist. Also, wir wissen nicht, ob die Sniper-Aktion klappen könnte, aber sagen wir so, die wissen ja noch nicht Bescheid. Die werden auch erst bei Folge 3 überhaupt wissen, dass sie gejagt werden. Also, die haben wahrscheinlich also schon... Wir gehen auf jeden Fall kein Risiko ein. Das machen wir nicht. Wenn wir merken, okay, die könnten wissen, wo wir sind, dann verziehen wir uns. Oder halt, wenn wir halt die Folge sehen und sehen halt, oha, die sind ja wirklich schon Full Iron und haben sogar ein Dia-Schwert, dann spart man sich's auch einfach. Ja. Aber das glaube ich halt persönlich nicht. Ich denke, dass die noch wirklich schwach equipped sind. Da ist gerade mal Eisenschwert oder sowas, ein Eisenhelm und das war's. Ja, ist halt nur die Frage, ob das sinnvoll ist, jetzt die Schilder da hängen zu haben, ne? Weil normalerweise, wenn die. Ja, so oder so, wenn die dann draufkommen einmal und wir dann nicht wissen, dass sie dort sind und joinen nicht nach, sind die ja sowieso verloren. Kriegen wir die ja, dann werden die ja sowieso, die sehen ja, dass die Base gegrieft ist. Die werden auch wissen, dass dort jemand ist. Von dem her sind ja die Schilder. Gar nicht schlimm. Ey, wie ich gar nichts finde. Ich finde, Dias, ich wollte schon wieder sagen. Doch, ich habe Dias gefunden. Ich wollte gerade sagen, ich finde nichts und dann finde ich Dias. Wo bist du denn überhaupt? Du bist bei mir, glaube ich, mega weit weg. Ja, ich bin ein bisschen weiter links. 9 Dias haben wir wieder. Wir sind mega weit auseinander, das ist nicht gut. Ja, warte mal, dann lass. Die Zeit könnte auch bald um sein, oder? Ich habe keine Zeit. Ah, guck mal, nee, wir sind voll nah. Guck mal. Hallo. Ja, ich bin zurückgelaufen. Ich bin mega weit schon, weil ich einfach nicht so viele. Ich mache mir jetzt eine Diabusplatte.
Ja, mach das, mach das. Ich grab mal einfach ein bisschen weiter. Einfach gerade jetzt. Alter, wie lang unser Tunnel schon ist, das ist heftig. Komm mal am besten zurück und grab dich mal woanders weiter. Ja, das macht ja keinen Unterschied. Eigentlich scheißegal, wo wir sind. So, okay. Dann das Gold hole ich aus, das Eisen. Okay, mein Inventar ist richtig voll. Ich weiß nicht, was ich da... Mein Inventar auch mega. Möchte ein paar Stacks-Kabel, möchte ich eigentlich immer behalten. Okay, meine Pick ist... Lol, ist deine auch kaputt gegangen? Nee, ich habe ja dir. Hä? Warte mal. Was ist das denn? Ach so, das ist mein Gang. Ja, ich habe gerade gedacht, was ist das? Nee. Ist nicht. Ich hoffe es zumindest. Okay, dann. Auf jeden Fall gerade nur Lava gemacht. Aber Rüstung haben wir jetzt. Krass, warte mal. Dir fehlt... Ich mach dir jetzt schon mal eine Hose und einen Helm. Das reicht dafür. Schuhe reichen ebenfalls. Du bist schon mal Full Iron. Geil. Ja, ich habe ja die Brustplatte, habe ich ja, ne? Ja, genau. Ich habe ja jetzt auch eine. Warte mal, dann komm mal her. Ja, warte. Ich habe hier noch mega viele Level gefunden. Dann ich habe jetzt 9 Level wieder. Deine Rüstung liegt parat. Hinter dir ist noch eine Hose. Sehr, sehr geil. Alles klar. Boah, fett. Mir fehlt nur noch ein Helm und dann nur noch eine Ohr und dann bin ich auch Full Iron. Aber okay, die Dia-Brustplatte macht natürlich echt viel aus. Die Dia-Brustplatte macht richtig viel aus. Lass mal ein bisschen hier einfach in der Nähe farmen. Ja, genau. Damit wir uns nicht so weit entfernen. Okay, dann machen wir es so, wenn die Zeit abläuft, der Countdown kommt. Du hast ja 2 Öfen so links platziert und ich am Gang halt. Dann baust du die du platzierst, das ab und nicht meine. Dann sind wir da. Soll ich schneller. Ich hab hier total verwirrte Gänge. Ich bleib Eisen. Hier. Sehr geil. Also wir haben echt, also das muss ich sagen, wir haben in Varo totales Farming-Glück. Ja, also das können wir einfach also sagen. Mit den Diamanten und alles, dass wir auch die Obsidian, also man muss einfach sagen, in den ersten 3 Folgen, wie viel wir einfach gefunden haben, ist schon echt übertrieben. Das ist richtig übel. Ich versuche mal eben auf Level 10 zu kommen. Ja, ich bin Level 10. Dann können 7. wir rein theoretisch, aber wir können doch noch ein bisschen mehr Eisen finden. Ich bin Level 10. Eisenschwerter hochstecken. Ja, genau. Eisen Schwerter weitermachen. Dann ich entscheide, ich habe 7 Level. Ich möchte auf jeden Fall meine Brustplatte entscheiden, die Brustplatte. Ja. Das würde ich dir auch empfehlen, weil da jetzt einfach noch eine Pot drauf. Schadet nicht. Warte mal. Ich höre Lava. Ja, ich höre auch. Das ist da vorne. Das ist nicht schlimm. Also da ist nichts. Hatte ich schon abgecheckt. Nee, das ist ja auch nicht so schlimm. Also, ach so, da ist nichts von ja, von genau. Ressourcen meinst du jetzt. Okay, boah, Alter, und wie viel Gravel hier einfach ist. Ja, das überall ist. Also ich habe extra einen Stack Gravel noch. Das heißt, falls wir Flint brauchen, dann müssen wir den einfach noch farmen. Richtig ätzend, aber einfach. Okay, hier ist die Lava. Oh, ich habe seitdem alles aufblüht. Ich habe die übelste Pollenallergie gerade. Augen fangen auch wieder an zu tränen. Das ist richtig. Oh, hier ist nochmal Dias. Nee. Doch. Scheiße, die Zeit wird knapp. Renn du schon mal zurück und sammel alles ein, weil ich möchte nicht, dass die Zeit umgeht. Aber das sind, glaube ich, nur wenige 2 Dias. Naja, was? Ist egal. Schwert. Ah, nee, Schwerter machen wir nicht. Nee, Schwerter machen wir. Aber wir haben dann 3 Dias. Dann könnte noch ein Dia, dann wäre es noch eine Dia. So. Okay, wir haben auf jeden Fall mega viele Steine. Ich hole den Rest mal raus. Wir brauchen ja einfach nicht eine ganze Armee von Steinen. Dann nimm du. Warte mal, ein bisschen Cobblestone sollte ich, glaube ich, auch haben. Ich schmeiß jetzt einfach mal ein bisschen Cobblestone hier auf jeden Fall weg, weil ich brauche einfach nicht so viel. So, dann bin ich jetzt gleich auch voll. Haben wir noch eine Workbench? Ja, die steht hier im Gang. Du musst ein bisschen was einsammeln, warte mal, das Zucker hab ich komplett. Ich hab nämlich sau viel Redstone wieder. Ich gebe dir einfach mal hier einen Teil, dann bist du der Redstone-Mann, du transportierst dann Redstone. Bone Meal? Sollen wir Bone Meal machen? Ja klar, auf jeden Fall, behalt die Knochen, auch okay, wegen Hunden. Nein, ich hab die Knochen jetzt gemacht. Egal, ist kein Problem. Scheiße, weil ich gefragt habe wegen Bone Meal, alles egal. Ist egal, das. Aber wir können uns rein theoretisch, hast du schon Seide oder sowas? Leider nein. Spinnen, weil dann einen Bogen machen können. Ja, leider nein. Das fehlt noch. Wir müssen nachts halt mal farmen gehen. Okay, soll ich eigentlich das Knockback auf das Schwert drauf machen oder eher nicht? Eigentlich eher nicht. Weiß ich nicht. Eigentlich eher nicht. Wir wollen die ja kombonen und nicht weghauen. Okay, dann farm du weiter. Dann auf jeden Fall weiterfarmen. Sofort weiterfarmen. Die Zeit nutzen. Wir müssen jede Sekunde, die wir haben, irgendwie nutzen. So. Okay, und wie gesagt, wenn das dann jetzt. Oh, Redstone, das ist schön. Hier sind wir wieder bei denen im Gang, ne? Ja, genau. Das aufpassen. Denk dran, kurz bevor es endet, wir bauen uns in die Wand, bauen dort alle erstmal zu. Ich würde sagen, warte, wir machen das anders. Wir bauen uns, damit wir den Vorteil haben, bauen wir uns. Komm mal hier zu unserer Stelle. Komm mal hier hin. Ja. Wir bauen uns hier. Das ist unten. Zu weit weg. Das ist zu weit weg. Okay, dann lass uns. Ich würde hier, wo du bist, hier das mit Cleanstone zubauen und hier chillen. Wenn wir hier reconnecten. Okay. Dann präpariere ich das schon mal. Fertig. Mach ich das mit Cleanstone zu, dann rennen genau, wir. Genau, mach das. Hast du Cleanstone? Ich geb dir Ja, ich hab genug. Ich geb dir trotzdem noch einen Stack. Okay, dankeschön. Und dann baue ich den Rest, dann fange ich jetzt schon mal an, bei denen auch alles zuzubauen, damit die nicht raus können. So schnell. Machen wir alles zu. So, die werden hier irgendwo spawnen.
eingebaut haben. Haben wir den auf keinen Fall hier. Ja. Ich mache auf jeden Fall mein Inventar mal eben so, dass ich auf jeden Fall direkt Gas geben kann. Ja, warte mal, gute Idee. Lava-Eimer haben wir nicht. Ich habe so viel Cobblestone, die brauche ich gar nicht. So, ich würde eigentlich jetzt gerne noch enchanten. Kriegen wir das hin? Ich habe nie ein Zeitgefühl. Ich weiß nie, wann die Folgen enden. Ja, auch nicht. Warte mal, komm mal her und bau schon mal die Öfen bitte ab. Wäre gut. Appelspot. Ja, Pot 1. Schön. Hier, alle Öfen sind abgebaut. Dann, wie gesagt, gerade alles kurz noch. Aqua Affinity Unbreaking. Oh Leute, ich habe Protection und Unbreaking bekommen. Das ist natürlich krass. Meine Pickaxe ist kaputt, ich habe keine mehr. Okay, Crafting. Ich habe nur noch Stein. Warte mal, komm her. Hier ist Eisen. Warum hast du dir nicht. Hast du doch schon deine komplette Rüstung? Ja, mach ich gerade. Ja, dann lass doch, pass auf, dann lass doch hier reingehen. Komm her. Lass uns hier reingehen. Ja. Bau schon mal zu. Hier, der da drin. Ich würde ein bisschen was freilassen, ehrlich gesagt. Hä, wir hatten doch einen anderen Gang gerade eben. Der hier vorne. Ja. Warte mal, war das der Gang? Das war der Gang. Ah, du hast ihn schon zugebaut, ja, okay. Du hast ihn zugebaut. Echt? Ach, stimmt, von dort aber nur. Wenn ich das jetzt hier aufmache, sind wir bei denen drin. Hier. Ah, okay. Klar, jetzt. Ach, jetzt sehe ich es. Okay, passt. Sehr schön. Ja, komm rein hier. Dann stellen wir nämlich den Anvil hier hin. Der Enchanter so lang. Okay. Ja, passt. Hier bleiben wir dann müssen wir das noch aufbauen. Und jetzt, pass auf, jetzt enchante ich eben kurz. Hast du Lapis? Ja, warte mal, ich drop dir einfach. Okay, ich brauche die Workbench. Die habe ich auch. Weil ich hab keine Sticks mehr. Hier vorne. Sticks kann ich hier droppen. Ja, aber ich kann keine Schwerter machen, meine ich. Obwohl dann, ja, warte mal, wenn du mir Sticks gedroppt hast, dann behalte ich die lieber. Ja. Ich mache mir lieber ein Schwert noch und verzauber das noch einmal. Und dann mache ich mir eine Pickaxe. Wir werden gekickt. Okay. Achtung, ich baue ab. So, ja, genau. Alles klar, ich nehme die Fackel weg. Ja, die sehen uns hier eh nicht. Wir brauchen Licht, würde ich sagen, oder? Egal. Okay. Lassen wir. So, okay, alles Leute. Klar. Das war die Folge. Das war die Folge, Leute. Puh. Zum Glück hat wieder alles geklappt. Wir sind auf jeden Fall ziemlich weitergekommen, weil wir haben die Rüstung. Und wir sind auf jeden Fall ein Stück weitergekommen. Wir haben auf jeden Fall die Zeit wieder ordentlich genutzt, würde ich sagen. Auf jeden Fall, wir sind Full Iron, beide Dia-Chestplate. Also, wie gesagt, wir werden jetzt hunten gehen, das heißt Folgen gucken. Das ist halt dann ein bisschen anstrengend. Aber irgendwann mal werden wir Leute finden, die dort, das sieht doch dort aus. Und dann können wir mal gucken. Genau. Ja, okay. Okay. Dann, ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und schaut auf Twitter vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. So sieht's aus. Bis dann. Ciao.